Hey ihr Lieben, weil so viele von euch danach gefragt haben, zeige ich euch heute meine minimalistische Morgenroutine, wie sie so normalerweise unter der Woche ist. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Wir stehen meistens so um 7 in der Früh auf und machen unsere Tochter fertig für den Kindergarten. Heute bringt mein Mann sie in den Kindergarten. So habe ich Zeit für meine eigene Morgenroutine. Wenn die beiden weg sind, beantworte ich meistens noch in Ruhe ein paar Mails und fange dann an, das Bett zu machen. Heute Nacht hat unsere Tochter wieder bei uns geschlafen. Zurzeit schläft sie in ihrem Bett ein, aber nachts kommt sie meistens dann auch noch öfter zu uns gekrochen. Dann lasse ich Licht in den Raum und lüfte das ganze Haus durch. Ich suche mir meine Kleidung raus und gehe dann ins Badezimmer. Nach dem Umziehen putze ich erstmal meine Zähne. Wir benutzen Zahnputztabletten. Sie sind anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile kommen wir super damit klar. Danach wasche ich mein Gesicht. Dafür benutze ich eine Gesichtsseife, die nicht in den Augen brennt. Und mit richtig kaltem Wasser abwaschen. Zurzeit benutze ich mein selbstgemachtes Deo. Das ist mit Kokosöl und somit auch super pflegend für die Hände. Und es riecht sehr gut. Dann geht es an meine Gesichtspflege. Zuerst trage ich ein Serum gegen unreine Haut auf, das ist mit Salicylsäure. Wenn das eingezogen ist, trage ich meine Augencreme mit Hyaluron auf. Das massiere ich dann ein und klopfe es auch noch ein bisschen ein. Hilft übrigens super gegen Augenringe. Und danach kommt meine Tagescreme drauf. Mein Make-up ist im Gegensatz zu früher auch super einfach geworden. Ich benutze gerade nur noch ein transparentes Puder, ein Augenbrauenstift für meine hellen Augenbrauen eine Wimperntusche und einen leichten, farbigen Lippenstift, weil ich sonst keine Lippen habe.
Bei den Produkten achte ich darauf, dass sie vegan und tierversuchsfrei sind. Nachdem ich mein Gesicht fertig gemacht habe, mache ich meine Haare fertig. Für einen Arbeitstag zu Hause binde ich meine Haare immer gerne zusammen. Das ist immer viel einfacher. Dann räume ich erstmal alles auf, was vom Abend und vom Morgen liegen geblieben und unordentlich ist. Und dann gibt es erstmal einen Kaffee. Zurzeit trinke ich nur Getreidekaffee, den vertrage ich am besten. Dazu noch Hafermilch. Und genießen. Beim Kaffeetrinken schaue ich dann meistens in meinen Kalender und lese durch, was alles ansteht am Tag. Oft mache ich dabei noch Musik an und lehne mich kurz zurück. Vor der Arbeit mache ich mir gerne noch ein kleines Frühstück. Leider hatten wir heute kein frisches Obst mehr, also habe ich mir einen Schokoporridge gemacht. Dafür braucht man nur Haferflocken. Ungesüßten Kakao und Hafermilch. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Dann alles auf dem Herd aufkochen. Und fertig. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. Nachdem alles erledigt ist, fange ich an zu arbeiten und esse währenddessen mein Frühstück. Und dann kann der Tag auch schon beginnen. Was darf denn bei dir am Morgen überhaupt nicht fehlen? Vielleicht kannst du dir von meiner Morgenroutine auch ein paar Inspirationen holen, wie auch du deinen Morgen einfacher und achtsamer gestalten kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deinen Daumen nach oben. Und wenn du noch weitere Videos zu dem Thema Minimalismus sehen möchtest, abonniere gern meinen Kanal. Für tägliche Inspiration kannst du mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort findest du mich unter saltypeanut.blog. Hab noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Garage. We thought our dream would take us so far.